Lieber Bernhard, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Dr. Chang, zu eurer schon traditionellen, ja, bewährten Veranstaltung zum Thema Praxisnetze. Wir haben eben in der Tat ein sehr engagiertes Grußwort gehört von Herrn Dr. Hofmeister und von Herrn Dr. Ludewig, mit sehr viel Energie beladen. Und Energie ist eigentlich auch das Stichwort, was man übertragen kann aus unserer Sicht auf Arztnetze, Energie und Innovation. Das sind, glaube ich, zwei Stichworte, die man durchaus übertragen kann aus unserer Sicht auf die anerkannten Arztnetze in der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage, die wir uns gestellt haben, sind anerkannte Arztnetze denn eigentlich eine Erfolgsgeschichte? Wir betrachten so ungefähr seit 2013 sehr intensiv die Landschaft der Arztnetze und haben uns mit den Arztnetzen in Westfalen-Lippe auch sehr intensiv be beschäftigt und pflegen, glaube ich, eine sehr vernünftige Kooperationsverhältnis mit Ihnen. Bernhard hat zu Anfang gesagt, ja, die Szene der Arztnetze, ich würde sie mal übertragen in die Bundesliga der anerkannten Praxisnetze. In der Tat, warum ist das eine Bundesliga? Weil hier schon qualitativ Hochwertiges geleistet wird. Und wir sind aus unserer Sicht sehr dankbar dafür, dass wir eine Rahmenvorgabe ja bekommen haben, die KBV und GKV Spitzenverband vor einigen Jahren entwickelt haben und die natürlich auch immer mal wieder aktualisiert wird und weiterentwickelt wird. Und diese Rahmenvorgabe gibt, glaube ich, allen Arztnetzen eine gute Orientierung. Sie gibt auch den KVen eine Orientierung. Und sie gibt auch den Krankenkassen einen Überblick, was denn da nun passiert in Arztnetzen. Dass wir versuchen wollen, die Inhalte messbar zu machen, die Form der Zusammenarbeit konkret festzulegen. Und Sie kennen alle, weil Sie sich intensiv damit befassen, welche Hürden, welche Herausforderungen dort zu bewältigen sind. Und deswegen, glaube ich, kann man sehr wohl von einer Bundesliga der anerkannten Praxisnetze sprechen. Und die Champions League beginnt sicher mit der Stufe 2. Das kann man auch fast übertragen mit drei anerkannten Netzen in Deutschland, die sich schon seit vielen Jahren auf den Weg gemacht haben und sehr, sehr erfolgreich dort die Versorgung in ihrer Region organisieren. Blick nach Westfalen, in der Tat, auch eben war schon mal einmal auf einer Karte zu sehen, 24 anerkannte Arztnetze haben wir bei uns in WL. Die Karte haben wir auch eben schon mal gesehen, deswegen will ich die überspringen. 24 Arztnetze in Westfalen-Lippe mit 2.305 Ärzten organisiert. Und Sie sehen auch hier eine gewisse Dynamik natürlich drin. 15 Netze, die in der Basisstufe tätig sind, 8 in der Stufe 1 und eins, das eben schon mal erwähnte Netz aus Bünde, in der Stufe 2. Wir erkennen aber auch, so wie das in Deutschland auch der Fall ist, es ist kein rein städtisches Phänomen, es ist aber auch kein rein ländliches Phänomen, sondern wir haben hier unterschiedliche Regionen, wo Ärzte und auch Psychotherapeuten sich zusammengeschlossen haben. Das finden wir gut. Wir sind auch der Auffassung, wie Bernhard Giebes eben gesagt hat, man wird das nicht tausendmal oder zigtausendmal in der Versorgung haben. Es ist nicht an allen Orten möglich. Es ist auch vielleicht nicht an allen Orten notwendig. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass Praxisnetze hier die Versorgung bereichert haben. Sie haben sie bereichert durch Innovation. Sie haben sie bereichert durch Zusammenarbeit. Und dafür möchte ich Ihnen auch gleich ein paar Beispiele zeigen. Zunächst mal so ein kleiner Blick in den Rückspiegel. Und ich möchte Sie gerne mitnehmen ins Jahr 2015, wo Westfalen-Lippe damals so einen kleinen Innovationsfonds ausgerufen hat. Also natürlich nicht mit den großen Geldsummen, wie wir sie auf der Bundesebene zur Verfügung gestellt hatten, sondern wir hatten hier von den Krankenkassen, die frühzeitig erkannt haben, welches Potenzial drin steht, haben wir damals so 5 Millionen bekommen. Mit der klaren Aufgabe, Mensch, nutzt die mal, um die Versorgung zu verbessern. Und ich will Ihnen gerne ein paar dieser Projekte nur kurz anreißen, weil sie fast eine Tagesaktualität haben. Also das erste war eine IT-Vernetzung. Und wenn wir eben von Dr. Chang und auch von Herrn Ludewig gehört haben, elektronische Patientenakte,
elektronische Kommunikation, dann war das damals schon in Westfalen-Lippe 2015 ein super Thema. Wir hatten eine Firma, die das ermöglichte, die Kommunikation, den Befundaustausch zwischen unterschiedlichen Praxen ermöglichte, sehr digital vernetzt zum Wohle der Patienten, dass wenn Patienten bei unterschiedlichen Ärzten waren, die immer genau wussten, was der Kollege auch verordnet hat, welche Diagnosen er gestellt hat. Ich glaube, das war für 2015 schon ganz anständig. Medikamentenplan ist so eine Untergruppierung davon. Da hat man sich fokussiert darauf, rein auf die Arzneimittel, wie die in unterschiedlichen Praxen verordnet worden sind. Aber auch natürlich solche Themen, auch Bünde vorangetrieben, elektronische Arztvisite in Pflegeheimen. Auch heute noch kein kompletter Standard, noch kein kompletter Standard in allen Heimen, aber damals der Impuls hier aus dem Bereich der Arztnetze gekommen. Den Terminpool will ich noch mal kurz ansprechen, weil das der Vorläufer ist, der Vorläufer für unsere heutigen Terminservicestellen, für die TSS. Die Siegener Kollegen hatten damals gesagt: Mensch, die Patienten können direkt Termine buchen. Ich sage, Montagmorgen habe ich ein Zeitfenster von 10 bis 12. Ich brauche 15 Minuten für einen Patienten und dann konnten sich die Patienten direkt einen Termin bei einem Arzt buchen. Und auch das wieder mit Blick auf 2015 ein Zeichen für die Innovationskraft, die in Arztnetzen steckt. Neben diesen technischen Dingen, deswegen auch E-Health, die Verbindung, die wir damals schon hatten, gab es natürlich und gibt es auch nach wie vor medizinische Themen, die in Arztnetzen behandelt werden. Ich will hier nur also Stichwort von Behandlungspfaden nennen, sektorübergreifendes Case Management, also die klassischen Versorgungsthemen neben der reinen Digitalisierung natürlich auch einen großen Raum ein. Damals so wie heute. Wir machen einen Sprung in das Jahr 2018, wo wir nochmal eine weitere Förderung ausgelobt haben. Dort aktuelle Projekte Soma WL, da geht es um ein Wundmanagement-Programm, auch in Anlehnung mit einer Videoüberwachung, wo MFAs dort entsprechend vor Ort Untersuchungen durchführen. Auch EKG, EFA geht in die Richtung, wo wir medizinisches Assistenzpersonal ausstatten, sie beweglich machen, sie in der Versorgung implementieren. Und dann die dortigen Befunde, die erhoben worden sind, auch in die Arztpraxis zu transportieren. Kommen wir in die sozusagen in die Neuzeit rein. Nochmal der Blick hier, die Dynamik zeigt, die wir innerhalb der Arztnetze haben, mit drei neuen Arztnetzen in 2020, aber noch mit mehreren Rezertifizierungen, die aufgrund der Rahmenvorgabe notwendig sind. Und dann auch die Entwicklung, wir nennen das Stufenwechsel, wenn sich ein Arztnetz noch weiter engagiert, da erkennen wir eben, dass die Arztnetze nicht stehen bleiben, sondern dass sie sich selber weiterentwickeln wollen. Das finden wir sehr, sehr gut mit den Optionen, die in der Rahmenvorgabe entsprechend genannt sind. Was wir immer machen, ist den Dialog mit den Arztnetzen zu führen und zu sagen, was macht ihr für aktuelle Projekte? Und hier auch nochmal ein kurzer Blick auf Versorgungsthemen, so ein klassischer Diabetespfad, das große Innovationsfondsprojekt Rubin für die geriatrische Versorgung. Aber wie wir auch finden, spannend, eine gemeinschaftliche Versorgung zwischen Zahnärzten und Arztnetzen in Pflegeheimen, um hier auch nochmal das Stichwort sektorübergreifende Versorgung vorzubereiten. Das ist etwas, was wir mit der KZV zusammen machen und einzelnen Arztnetzen in Unna. Wir suchen aber auch die Kooperation mit Universitäten. Und lassen Sie mich noch ein kurzes Wort sagen zu dem, was da unten steht. Projekt Münsterland Leben in Gesundheitsbereichen. Das ist etwas, was in Lechten passiert. Lechten wird kaum einer in der Bundesrepublik kennen. Ein nettes Dörfchen im Münsterland mit 7.000 Einwohnern, die aber in der Champions League mitspielen wollen, was gerade die Kooperation zu anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen betrifft.
ob es Pflegeheime sind, ob es die Physiotherapeuten sind, ob es die Apotheken sind. Da kennt man sich natürlich in so einem kleinen, überschaubaren Ort. Und die haben es in der Tat dort geschafft, sehr professionell sich in den letzten Jahren auszutauschen. Deswegen begrüßen wir sehr diese Form der sektorübergreifenden Versorgung in einer ländlichen Region. So, zur Digitalisierung würde ich nachher noch ein bisschen was sagen. Integration von Videosprechstunde zusammen mit Pflegeheimen haben wir. Aber es geht auch um neue Organisationsformen. Wir haben ja lange über das Thema gesprochen. Können Arztnetze Ärzte anstellen? Können Arztnetze MFAs anstellen? Wir haben ja diesen Zwischenweg gefunden mit der MVZ-Gründung. Der wird auch jetzt von einzelnen Arztnetzen hier bei uns sehr engagiert verfolgt, gegebenenfalls auch mit Krankenhäusern zusammen. Auch das ein Zeichen für die Weiterentwicklung der Versorgung in den Regionen. Ja, Corona darf natürlich auch bei Arztnetzen nicht fehlen. Wir haben auch in der Pandemie gesehen, wie wichtig Arztnetze hier in der Versorgung sind. Einzelne haben auch ein eigenes Zentrum gegründet und dort die Versorgung vor Ort organisiert. Ein Zeichen der Stärke der ambulanten Versorgung vor Ort in der Pandemie, die auch von Arztnetzen mitgetragen worden ist. Aus letzter Aspekt hier, glaube ich, aus der Erfolgsgeschichte von Arztnetzen. Ich möchte hier nur den einen Punkt aufgreifen. Innovationsfondsprojekt Adam, Herr Dr. Schang hatte auch vorhin mal einen Bezug zu Telnet at NRW gebracht. Ich glaube, das zweitgrößte Innovationsfondsprojekt in der ersten Förderstufe war ein Projekt zur Arzneimitteltherapiesicherheit. Das trägt den schönen Namen ADAM. Haben wir zusammen mit der KVPL gemacht. 1000 Hausärzte in einem Projekt zusammenzuschweißen. Ich glaube, das war eine besondere Herausforderung. Das hat die Barmer auch so gesehen und die wirklich messbaren Zahlen im Rahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit, dass man weiß, was verordnen die Kollegen, wo gibt es Wechselwirkungen, wo muss ich meine Therapie umstellen. Das hat hier gefruchtet und es wird eben nach Ablauf, das wissen wir heute schon, nach Ablauf des Innovationsfondsprojektes auch einen Anschluss Selektivvertrag bekommen. Ich hoffe, dass wir auch noch Nachahmer da finden, weil sich das wirklich in der Versorgung bewährt hat. Vielleicht ein Blick noch in die Organisationsstruktur der KV und ich darf Ihnen als erstes mal unser Team zeigen. Und Frau Weber lächelt Sie dort an und sitzt mir auch gegenüber. Unsere Stabsbereichsleiterin für die Praxisnetze in Westfalen-Lippe hat ein tolles Team um sich geschart. Und wenn Sie in die einzelnen Gesichter schauen, das ist nicht gestellt, das Foto, sondern die sind wirklich mit Leib und Seele und großem Engagement dabei und wollen diese Innovation nach vorne bringen. Und als ich das gestern das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, Mensch, wenn ich noch junger Bengel wäre, dann möchte ich auch gerne daran arbeiten, weil das richtig Freude macht, mit solchen engagierten jungen Leuten die Dinge nach vorne zu bringen. Was macht unsere Stelle unter Stabsbereich, Praxisnetze. Sie begleiten natürlich und beraten die Arztnetze, wenn sie Anträge stellen wollen. Sie beraten sie bei Projekten. Wir haben einen regelmäßigen Austausch mit den Arztnetzen und auch vielleicht etwas, was ich auch noch nicht in so vielen kassenärztlichen Vereinigungen gesehen habe, dass wir einen eigenen Ausschuss der Vertreterversammlung haben. Der hat den schönen Namen Neue Versorgungsformen und wird eben in der Geschäftsstelle betreut von Frau Weber, wo hier niedergelassene Ärzte nicht nur aus Arztnetzen sind, sondern auch aus anderen Regionen und die hier versuchen wollen, auch zum Thema neue Versorgungsformen entsprechende Impulse zu geben. Die finanzielle Förderung ist in der Tat auch ein Erfolgsfaktor. In Westfalen sagt man, ohne Moos nichts los. Das ist auch so. Weil Arztnetze natürlich innovative Projekte entwickeln, aber sie auch eine professionelle Struktur haben. Die ist aus der Rahmenvorgabe vorgesehen. Es gibt Geschäftsführer da drin, es gibt Geschäftsstellen da drin. Wir haben also hohe Fixkosten und die müssen auch bedient werden und die kann man nicht einfach nur so aus dem Arzthonorar der Niedergelassenen abzweigen.
Insofern sind wir den Krankenkassen nochmal dankbar, dass sie uns ermöglicht haben, in den ersten 3 Jahren von 15 bis 18 hier jeweils 5 Millionen zur Verfügung zu stellen. Danach ist diese Förderung abgebrochen, aber dadurch, dass die Arztnetze so erfolgreich praktiziert haben, hat unsere Vertreterversammlung gesagt, Mensch, das wollen wir nicht sterben lassen, sondern wir haben im Honorarverteilungsmaßstab der KV Westfalen-Lippe einen 3-Millionen-Topf etabliert, sodass Arztnetze 100.000 Euro pro Jahr bekommen, hier aus der KV, aus Eigenmitteln, wenn Sie so wollen, der Ärzte, um die Versorgung vor Ort weiter voranzutreiben und auch die Innovationskraft, die da ist, auch nachhaltig bestehen zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, eine feste Größe, die wir hier haben, um auch die Kontinuität sicherzustellen. Was basteln wir sonst noch? Und das ist, glaube ich, auch vielleicht natürlich für die Arztärzte wichtig, aber auch mit Blick auf die Krankenkassen wichtig. Wir haben von der AOK damals gesehen eine Analyse, die heißt Quadro. Wir haben von der BARMER gesehen eine tolle Analyse, was in Arztnetzen passiert. Und die KVWL hat das versucht, so ein bisschen nachzubauen und weiterzuentwickeln. Und so gibt es einen sogenannten Praxisnetzspiegel, den jedes Arztnetz von uns einmal im Quartal bekommt und wo die sehen können, Mensch, was passiert in unserem Arztnetz auf der einen Seite? Wie viele Praxen sind da eingeschaltet? Wie ist die Altersstruktur der Patienten in unserem Arztnetz? Was sind die Diagnosen, die wir behandeln? Was sind die Verordnungszahlen, die wir hier erzeugen? Also wir versuchen wirklich, das Leistungsgeschehen vor Ort abzubilden und jedes Quartal neu eine entsprechende Information zur Versorgungssteuerung in die Region zu geben. Und auch nicht nur als Versorgungssteuerung, sondern auch als Impuls zu setzen, was können wir denn machen? Neben den Stammdaten, die ich eben schon beschrieben habe, Anzahl Praxen, Anzahl Psychotherapeuten, wie viele Einzel- und Gemeinschaftspraxen, das sind die Basics, gehen wir dann auch hin in die Auswahl und in die Analyse der Diagnosen, wo ein Arztnetz dann sehen kann, Mensch, wie ist die Morbidität in unserer Region und wie ist sie im Vergleich zu Westfalen-Lippe? Und wo habe ich hier Schwerpunkte? Und wo kann ich vielleicht ein Versorgungsprojekt aufsetzen, ob es in der Pneumonie ist, in der Bronchitis oder im Rückenschmerz? Mensch, habe ich denn da besonders, wie kann ich die Versorgung da optimieren? Und ich bin nochmal dankbar dafür, AOK und BARMER, dass sie uns den Weg gezeichnet haben und sagen, das ist wichtig für uns. Das sind messbare Kriterien und die würden wir GKV-übergreifend, kassenartenübergreifend hier zur Verfügung stellen. Das Ganze haben unsere IT-Experten auch nochmal in besondere Darstellungsformen gebracht. Sie sehen hier links eine Analyse zu DMPs, aber auch zu Impfungen. Und dieser rote Kreis, den Sie sehen, das ist der Durchschnitt. Und wir haben hier ein Netz mal ausgesucht, die sehr engagiert in diesen Themen unterwegs sind und die über Durchschnitt Impfungen und DMP-Patienten in ihrer Region haben und auf der rechten Seite durchaus ein Netz, wo noch viel Potenzial ist. Also die durchaus noch ein bisschen Luft nach oben haben, um sich in diesen beiden Themen, ob das nun Impfen ist oder die komplette Früherkennungssituation, hier weiterzuentwickeln. Auch in der Verordnung gibt es Hinweise, aktuell natürlich die Antibiotika-Verordnung. Auch hier kriegt jedes Arztnetz eine Rückmeldung, wo stehen wir da, wie ist die Entwicklung in den letzten Quartalen gewesen, wie kann ich vielleicht hier mit Qualitätszirkeln nochmal eine Sensibilisierung hinbekommen. Das halten wir auch für sehr zielführend, dass wir so etwas machen können. So, Praxisnetze und Corona, eben schon mal kurz angesprochen, eine Situation, die auch vor Ort passiert ist und wo wir sehr dankbar waren, dass sich Arztnetze auch diesem Thema gestellt haben, eigene Zentren gegründet haben, betrieben haben neben der KV. Das war sehr hilfreich, um die Versorgung auch wirklich zu sichern. Gehen wir auch bei uns jetzt auf die Zielgerade, Digitalisierung in der Praxis. Herr Dr. Ludewig hatte das mit seiner ganzen Kraft
natürlich schon beschrieben und Bernhard hat es auch gesagt, es gibt eigentlich im Wortschatz im Moment zwei Themen, das ist Corona und das ist Digitalisierung. Ich habe es nochmal versucht, so ein bisschen zu analysieren und komme zu dem Schluss, Digitalisierung ist der Megatrend in der Gesellschaft unbestritten. Ich komme aber auch zu der Momentaufnahme, dass die Digitalisierung in der ambulanten Versorgung noch nicht den gleichen Stellenwert bekommen hat, wie es für viele andere Menschen in Deutschland der Fall ist. Woran liegt das? Ich glaube, dass wir sagen können, dass einzelne Applikationen noch nicht den Reifegrad haben und die Überzeugungskraft haben, dass alle Ärzte und Netze Hurra schreien und sagen, gut, dass es das gibt. Über den versicherten Stammdatenabgleich, unser erstes Projekt, wer profitiert davon? Das sind natürlich nicht die Ärzte vor Ort. Auch bei den Themen, Dr. Schang hat es angedeutet, der ganzen Verordnung, ob das die Arbeitsunfähigkeit ist, das Rezept, die elektronische Patientenakte, ist sie vollständig, ist sie nicht vollständig, gibt es eine partielle Beteiligung dabei. Wir sehen die anderen Dinge, die ich so ein bisschen grün hinterlegt habe, wo der Mehrwert für Ärzte stärker erkennbar ist. Und ich hoffe, dass wir von diesen Mehrwerten für Ärzte und Patienten noch mehr bekommen. Das wird sicherlich auch eine Forderung von uns sein, hier einen Digitalpakt zu entwickeln, zwischen Industrie, Politik und Ärzteschaft gemeinsam, dass wir mehr digitale Projekte und Produkte in die Versorgung bekommen, die einen versorgungsverbessernden Charakter hat, und zwar für die Akteure, die drin sind, sowohl Ärzte als auch Patienten und in der Folge natürlich auch Krankenkassen. Das wäre uns super wichtig. Wir haben versucht, diese Produkte zu identifizieren. Und da komme ich zum letzten Werbeblock hier für Westfalen-Lippe. Wir haben seit ein paar Tagen eine digitale Praxis hier vor Ort und darf Sie gerne einladen, wenn die Corona-Zeit mal vorbei ist und man sich wieder treffen darf, dass auch Sie sich mal so einen Überblick verschaffen können, wie kann so eine digitale Praxis aussehen. Die ist hier wirklich physikalisch vorhanden, mit wirklich tollen Elementen. Und bevor ich noch weiter in Schwärmen gerate, zeige ich Ihnen noch mal einen kleinen Film dazu. Hoppla, das war ein bisschen zu schnell. So. Sie sind niedergelassener Arzt oder Psychotherapeut und kämpfen sich täglich durch den Digitalisierungsdschungel? Seien wir mal ehrlich, Computer und andere digitale Helfer haben unseren Berufsalltag sehr erleichtert. Jedoch wird es immer schwieriger, die passende Lösung zu finden. Durch einen Besuch der DIE-Praxis erhalten Sie den optimalen Überblick. Nur hier werden Informationen strukturiert präsentiert und schon gefiltert, damit Sie mehr Zeit haben, das zu tun, was Ihnen wirklich wichtig ist. Aber wie genau hilft die Praxis dabei? In den Ausstellungsräumen können Sie nicht nur die Technologien persönlich testen, sondern sich auch von Experten beraten lassen. Das immer neutral und anbieterunabhängig. Übrigens, diese Innovationsausstellung ist deutschlandweit einmalig. Online-Terminbuchung, Gesundheits-Apps oder Videosprechstunden? Das ist noch alles Zukunftsmusik für Sie? Im medizinischen Bereich bilden Sie sich stetig weiter. Warum also nicht auch im Bereich der digitalen Transformation? Auf lange Sicht vereinfacht die richtige Software den Alltag in Ihrer Praxis. Daher lautet unser Motto: Digitalisierung erleben und verstehen. Wir haben die Tools zum Ausprobieren im Dortmunder Ärztehaus der KVWL. Vereinbaren Sie jetzt online einen Termin und besuchen Sie die Praxis, die Zukunft zum Anfassen. Ja, meine Damen und Herren, so viel als erster Impuls aus Westfalen. Danke, dass Sie mir so lange zugehört haben und ich gebe zurück an Dr. Giebis und Dr. Schang.